Jetzt kommt der nächste Teil. Wir beschäftigen uns aber gleich mal mit dem Hebelgesetz und den entsprechenden Berechnungen. Nochmal zum Hebelgesetz. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Spielplatz, tralala, hopsasa, kleines Kind sitzt auf der Wippe, freut sich, hält sich fest und ist so stolz, dass es Mama, die auf der anderen Seite sitzt, ins Gleichgewicht bringen kann oder sogar nach oben bringen kann und sagen, Mama, jetzt bist du gefangen und so weiter. Kennen wir alles vielleicht von früher, aus früheren Zeiten. Wenn Kindchen 20 Kilogramm Masse hat, also M gleich 20 Kilogramm, dann wissen wir ja, das entspricht einer Kraft, die hier auf die Wippe wirkt, von 200 Newton. F ist gleich M mal G. Das zu einer vorherigen Geschichte. Wenn Mama 60 Kilogramm wiegt, 60 Kilogramm, dann entspricht das einer Kraft, die hier auf die Wippe wirkt, von rund 600 Newton. Jetzt kommt die andere Sache. Kindchen sitzt aber in einer bestimmten Entfernung vom Drehpunkt des Hebels. Das ist nämlich ein zweiseitiger Hebel. Der hat zwei Seiten, links und rechts. In einer bestimmten Entfernung lassen wir das Kindchen mit 3 Meter Entfernung vom Drehpunkt sitzen. Mamachen sitzt auch in irgendeiner bestimmten Entfernung, aber da wissen wir es nicht. Und da schreiben wir einfach L2 hin. Einfach so. Wenn die sich jetzt bei dem Gleichgewicht befinden, sagt man Gleichgewicht. Das heißt, wenn die Wippe in Waage ist, auch das ist ein Begriff dazu, dann kann man folgendes Hebelgesetz mathematisch aufstellen. Das geht viel leichter und viel besser, als wenn ich das in Worte fasse. Und zwar F1, das ist nämlich F1 hier, mal L1, das sind nämlich meine 3 Meter, ist gleich F2, das ist Mama mit den 600 Newton, mal L2. Wenn also dieser Umstand gegeben war und ich L2 suche, dann kann ich jetzt wieder sagen, ne, hier L2 ist gesucht, es muss alleine stehen. Was muss man machen? Regiestrich durch F2 und der ganze Kram ist schon fast gelaufen. Dann steht hier F1 mal L1 ist gleich, durch F2 ist gleich L2. Und jetzt, wenn ich die ganze Sache mit Leben erfülle, das heißt, wenn ich jetzt die gegebenen Größen hier einsetze, in diese fertige Gleichung, dann habe ich es. Ich mache das jetzt hier mal rechts, weil wir ein bisschen besser Platz haben und Übersicht haben. Hier oben steht nämlich was. F1, 200 Newton, mal L1, 3 Meter, geteilt durch F2, hier, F2 war Mama, 600 Newton, ist gleich L2. Ich habe es jetzt nicht untereinander geschrieben. So, und wenn ich das habe, dann kann ich jetzt hier wieder drin rumkürzen, nach Herzenslust. Die Newton kürzen sich raus. Aha, es wird ein Meter übrig bleiben. Wir wollen ja auch eine Länge haben. Längen werden in Metern angegeben. Ich kann durch 100 teilen, das heißt, ich kann überall Nullen wegstreichen. Ich kann jetzt hier nochmal entsprechend durch 2 ist 1, durch 2 ist 3 und auch diese 3 kann ich nochmal gegen die 3 kürzen, es bleibt 1 Meter übrig. Also 1 Meter, ein Eintel muss ich nicht schreiben, das wäre albern. 1 Meter ist gleich L2. Jetzt fasse ich das ganze Ding mal in Worte. Das, was ich an Kraft einspare, wenn Kindchen nur 200 Newton hat, muss ich aber an Weg, nämlich an Länge, aufbringen. Kindchen braucht 3 Meter, Mama braucht nur 1 Meter. Denn Mama hat mehr Kraft zur Verfügung. Das ist die goldene Regel der Mechanik, die man anwenden kann. Was ich an Kraft einspare, muss ich an Weg aufwenden. Die goldene Regel der Mechanik werden wir noch an vielen, vielen Beispielen behandeln. Aber so kann man das Hebelgesetz in mathematischer Form ganz schnell anwenden und kann rechnen. Hier gibt es eine Frage. Also wenn ich das Hebelgesetz und die Berechnung damit dazu nehme, ist hier auch nichts weiter passiert, als dass ich die bekannten Größen einsetzen kann und dann ausrechnen. Beziehungsweise ich mache das vorher so und setze dann ein, wie wir es eben schon gemacht haben. Nebenbei haben wir das Hebelgesetz kennengelernt. Wir haben also dieses Wippenexperiment hier praktisch im Kleinen auch nochmal durchgeführt. Ich schließe das Video an der Stelle ab.